Vielen Dank, Herr Hochfeld. Sie haben ja sehr viele Impulse gegeben, sehr viele wichtige Ideen, sehr viel auch kritisiert, auch ein bisschen gelobt und natürlich auch eine Vision vorgestellt, wie die Stadt, wie das Land, wie die Mobilität in Zukunft aussehen kann. Man kann der Bundesregierung jetzt nicht sagen, dass sie gar nichts macht, zumindest redet sie. Am Montagabend saß die Kanzlerin mit der Autoindustrie zusammen. Es gibt jetzt eine höhere Kaufprämie, das wurde beschlossen. Am Dienstag, gestern, trafen sich Politiker, Wissenschaftler und die Wirtschaft zur Stakeholder-Konferenz, um über die Inhalte der nationalen Wasserstoffstrategie zu beraten. Sie soll Ende dieses Jahres fertig sein, was sehr ambitioniert ist. Alles steht unter dem Zeichen des Klimaschutzes und der Klimaziele bis 2030, die sich die Regierung gesteckt hat. Herr Hochfeld, Sie hatten ja einige Schlüsselprojekte angesprochen. Für die Podiumsdiskussion ist, wenn wir das alles diskutieren wollen, ist das viel zu viel. Aber wir wollen uns jetzt beschränken auf drei wesentliche Themen: die Verlagerung von Verkehren auf die Schiene oder auf die Busse im Personenverkehr oder auf die Binnenschifffahrt im Güterverkehr, alternative Antriebe und die Verteilung des öffentlichen Raums. Wie wollen wir eigentlich leben? Ich darf nun Frau Henkel auf die Bühne bitten. Sie ist Geschäftsführerin des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg. Begrüßen Sie bitte mit mir Frau Henkel. Hallo. Und Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, BDI. Ja, genau. Es sollen mehr Güter auf die Schiene, auf das Binnenschiff. Es sollen mehr Menschen die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, in die Busse. Alle sollen weg von dem motorisierten Individualverkehr. Ist die Verlagerung eigentlich möglich, Herr Lösch? Ja, also sie ist ja heute schon möglich. Oh Gott. Gott sei Dank nur ein Mikro, kein Minister. Es ist natürlich auch heute schon möglich. Ich glaube, wir müssen mal eins feststellen. Herr Hochfeld hatte, wir müssen wollen geschrieben. Ich glaube, viel wichtiger ist, wir müssen können. Und da sind dann doch sehr viele Sachen, die ganz offensichtlich heute noch nicht die Alternative darstellen, die sich Menschen oder auch Güterverkehr, Verlader auch vorstellen. Weil sonst hätten wir ganz andere Akzeptanzzahlen, ganz andere Nutzungszahlen. Sonst hätte sich schon längst ein ganz anderer Bedarf auch manifestiert. Also von daher, für mich ist Klimaschutz immer ein Thema von Alternativen. Menschen, Unternehmen und Länder brauchen Alternativen für das, was sie bisher tun, von dem wir glauben, dass sie es nicht mehr in dieser Form und nicht mehr in dieser Menge tun sollten. Aber die Alternativen müssen einfach da sein. Und wir machen uns jetzt hier zum Teil sehr selektiv, ich finde auch in der Gewichtung ein bisschen ungleichgewichtet auf den Weg, Alternativen zu schaffen, aber die müssen einfach her. Und wenn die Alternativen nicht wirklich so sind, wie die relevanten Gruppen der Konsumenten, der Nutzer, der Unternehmen, sie sich das vorstellen, dann werden sie eben einfach auch nicht genutzt. Wieso erscheint Ihnen das als ein Ungleichgewicht? Was meinen Sie? Naja, also wir hatten in der Verkehrskommission 4 große Hebel für die Erreichung der Ziele identifiziert. Und ich stelle fest, dass mit Abstand größte Geld wird auf den kleinsten Hebel, nämlich die Verkehrsverlagerung, geschoben. Die Zahlen kennen wir alle, Schiene, öffentlicher Nahverkehr. Und das finde ich so ein ganz kleines Ungleichgewicht. Und das heißt, wo müsste der Hebel hingehen? Was müsste eigentlich gefördert werden? Der mit Abstand größte Hebel ist natürlich der Antriebswechsel. Also der Wechsel weg von, oder hin zu Elektromobilität oder Brennstoffzelle. Der zweitgrößte Hebel, da werden Herr Hochfeld und ich in diesem Leben nimmer zusammenkommen, ist die Brennstoffveränderung, also Brennstoffe, die eben nicht CO2 emittieren. Der dritte Hebel ist die Effizienz, Digitalisierung, Verkehrsmanagement, aber auch nochmal die Effizienz in den einzelnen Aggregaten. Und der kleinste Hebel ist in der Tat die Verkehrsverlagerung. Wir kommen gleich zu den Fragen. Eine Sekunde. Frau Henkel, was sagen Sie zu der Verlagerung? Kann eigentlich können die öffentlichen Verkehrsmittel die Menschenmassen, die eigentlich ja die Bus und Bahnen benutzen sollen, überhaupt fassen?
Ja, schöne Frage. Das Thema, ich würde Ihnen gerne widersprechen nach dem Motto, man muss nur wollen. Man kann natürlich hierher kommen, elektrisch. Ich habe das heute Morgen auch gemacht, U- und S-Bahn, hocheffiziente Systeme. Und genau da fängt das Problem an. In dem Moment, wo viele Menschen umsteigen, wird es voll, wird es eng und wird es damit auch wieder unattraktiv. Jetzt könnte man natürlich sagen, weil es zwischen 8:45 und 9 Uhr so eng ist, dass man die Systeme nicht benutzt. Aber das Thema Verkehrsvermeidung, aber auch seine Wege anders zu lenken, da sind wir, glaube ich, auf dem besten Wege. Und das können wir auch sagen, dass gerade die öffentlichen Verkehrsmittel in den letzten Jahren dahingehend eine Veränderung genommen haben, dass sie sozusagen kontinuierlicher genutzt werden. Wir haben nicht mehr diese Peaks, nicht mehr in dem Maß wie vielleicht in den 70er Jahren, sondern wir haben eine recht hohe Auslastung an vielen Stellen. Und da müssen wir natürlich ran, weil da brauchen wir mehr Fahrzeuge, da brauchen wir mehr Schiene. Herr Hochfeld hat das alles gesagt. Das wissen wir auch schon sehr lange. Und wir müssen uns mal langsam damit beschäftigen, warum machen wir es denn nicht? Wir sind in der schwierigen Situation, dass wir jetzt so viele finanzielle Mittel dafür zur Verfügung gestellt bekommen wie noch nie. Wir haben nicht nur die Investmittel angehoben bekommen für die Schiene, also sprich die Deutsche Bahn und ihre Infrastrukturgesellschaften, auch die Mittel, die den Kommunen, die den kommunalen Verkehrsunternehmen zur Verfügung stehen, ihre Systeme auszubauen, sind angehoben worden. Und seit Freitag ein Entwurf für die Erhöhung der Regionalisierungsmittel. Das ist das Geld, das die Länder vom Bund bekommen, um Eisenbahnleistungen im Nahverkehr zu bestellen, sind ebenfalls angehoben. Aber alle so ab 1. Januar. Alles, was wir machen, hat einen langen Vorlauf. Also meine Kollegen haben den Fahrplan für Berlin und Brandenburg zum 31. März bestellt, wohlgemerkt für das Jahr 2020. Also andersrum, wir können dieses Geld gar nicht mehr in Angriff nehmen. Und da fängt die Krux an, wenn wir Ende nächsten Jahres, Ende übernächsten Jahres nicht liefern, diese Mittel verbrauchen, dann werden sie woanders wieder hingehen. Und hier sehe ich jetzt die größte Herausforderung und komme wieder auf Ihre Eingangsfolie, denn wir müssen wollen. Und da müssen wir jetzt sehr, sehr schnell in die Umsetzung kommen. Und da brauchen wir Lösungen, die sind nicht vorgefertigt in der Schublade. Und genau da müssen wir jetzt mal gucken, warum hat das so schlecht funktioniert die letzten Jahre. Das heißt, das Geld, was Sie jetzt bekommen, würden Sie dann natürlich in die Verkehrsträger investieren. Ein Problem ist natürlich die Fülle in den U- und S-Bahnen. Das andere ist natürlich die Unzuverlässigkeit. Also würde die Zuverlässigkeit denn steigen mit den Investitionen? Um die Zuverlässigkeit besser hinzukriegen, brauchen wir zwei wesentliche Faktoren, nämlich Personal und Fahrzeuge. Und genau da sitzt gerade die Krux dran, denn Herr Hochfeld hat es ausgeführt, wir bauen ja unter dem rollenden Rad. Das sehen Sie in Berlin, das sehen Sie in Brandenburg, das sehen Sie in ganz Deutschland auf der Eisenbahn. Es ist Geld da, das verbaut wird und das führt zu Umleitungsfahrplänen, Störungen, Unzuverlässigkeiten und Qualitätseinbußen. Also müssen wir im Zweifelsfall mehr Fahrzeuge haben und wir müssen mehr Menschen sozusagen als Triebfahrzeugführer, aber auch im Service einsetzen. All das sind Dinge, die kriegen wir nicht von heute auf morgen und all das sind begrenzende Faktoren, die kennen wir auch schon ein paar Jahre und es dauert. Es dauert, bis diese Fahrzeuge ausgeschrieben, bestellt und einsatzfähig sind. Es dauert, bis wir tatsächlich die Personale akquirieren, bis wir Lokführer ausbilden und wir müssen sie ja auch halten. Also auch hier brauchen wir tatsächlich Mittel. Dann können wir bei der Qualität punkten. Wir brauchen aber auch noch mal eine Bewusstseinsänderung an dieser Stelle. Also mit der Begründung, die U-Bahn ist voll, ich nehme die U-Bahn nicht, lasse ich mich schon lange nicht mehr abspeisen. Denn tatsächlich haben wir noch Reserven im System. Wir arbeiten gerade und da nehmen wir die Chancen der Digitalisierung auch wahr an so etwas wie Auslastungssteuerung. Ich glaube, wir sind hier alle d'accord, wenn wir sagen, dass die Smartphones, dass die Digitalisierung der Fahrplanbücher, der Tickets eine super Chance ist. Hier müssen wir dazu kommen, zu sagen, um 9.05 Uhr, die U-Bahn hat noch super Sitzplätze, während die um 8.59 Uhr leider voll ist. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen was heben in den nächsten Wochen und Monaten, aber dann wird es richtig eng. Was wir aber auch brauchen, wir müssen wissen, was wir in den öffentlichen Systemen eigentlich für Vorteile haben. Wenn Sie mich jetzt fragen zum Thema CO2-Ausstoß und sagen, wann wir endlich die Busse, die Dieselbusse abschaffen, wenn wir die Diesel-Eisenbahnen abschaffen, dann sage ich, ja, dafür brauchen wir eine Strategie. Die kriegen wir aber auch nicht von heute auf morgen. Aber das beste Thema zur CO2-Vermeidung ist leider immer noch die hervorragende Auslastung der Systeme. Wir haben das mal ausgerechnet. Wenn wir alle Diesel-Eisenbahnen in Deutschland von einem Tag auf den anderen auf batterieelektrische oder Wasserstoffantriebe hinkriegen,
kriegen wir den CO2-Ausstoß weniger reduziert, als wenn wir von einem Tag auf den anderen alle Diesel-Eisenbahnen vollkriegen. Und das kann man in CO2 ausrechnen. Also andersrum, der erste Hebel, den wir jetzt brauchen, ist tatsächlich die Auslastung zu erhöhen. Das ist etwas, was mich als Fahrgast vielleicht auch manchmal ein bisschen nervt. Aber das wäre ein Ansatz. Aber voll ist ja nicht gleich voll. Also was heißt das, alle haben einen Sitzplatz? Wie viele müssen stehen? Wie voll sind S-Bahn und U-Bahn? Ich war mal länger in Moskau. Da fährt die U-Bahn im 45-Sekunden-Takt zur Rush-Hour und da steht man dann so. Was heißt voll in Deutschland? Ja, das ist sicher noch ein Weg, den wir suchen müssen. Das sind viele Anfragen an mich nach dem Motto, warum ist es immer so voll? Wir leben in einer vollen Stadt. Berlin ist voll. Berlin ist voll im Aufzug, wenn ich in mein Büro fahre. Und Berlin wird auch voll in den Öffentlichen sein. Sicher noch nicht so wie in Moskau. Wir haben in Deutschland 3 Städte, in denen wir auch schon Pusher im Einsatz haben. Das sind die Menschen, die so sanft die Kollegen zum Ein- und Aussteigen auffordern. Frankfurt ist eins der berühmtesten. Diese Pusher agieren etwas anders als in Tokio und Co. Also ich glaube, da ist noch ein bisschen Luft und es muss natürlich lebenswert sein, deswegen müssen wir Qualität in die Fahrzeuge kriegen, stellen sich ein volles Fahrzeug im Sommer vor ohne Klimaanlage, das geht gar nicht. Die neuen S-Bahn-Fahrzeuge werden selbstverständlich klimatisiert werden. Ich bin auch etwas anders als die BVG der Auffassung, dass wir es auch in den gelben Fahrzeugen benötigen, dass wir auch im Sommer für frische Luft sorgen. Hier brauchen wir auch ein paar Komfortmerkmale, wir brauchen noch Stehzonen und wir müssen auch in unseren Eisenbahnen, wo gerade diejenigen, die öffentlich lange Strecken zurücklegen, auch auf Komfort achten. Das kennen wir alle schon, 20 Jahre wissen wir diese Themen, jetzt müssen wir machen. Ich glaube, das ist wichtig. Wenn alles ideal wäre, alle, der Komfort ist da, genügend Bahnen, Herr Hoffeld, und trotzdem steigen die Leute nicht um. Was machen Sie? Anreize setzen, weitere Anreize setzen oder Vorgaben? Also das ist nie entweder oder. Das ist, glaube ich, in der politischen Diskussion gerne so genommen, dass man sagt, es ist entweder Verbotspolitik oder es ist Anreize schaffen, Förderpolitik und tüchtigen und ermöglichen. Ich meine, da wissen wir genau auch, wie die Rollen verteilt sind in der politischen Debatte oder wie sie zugeteilt werden. Und die Realität ist aber genau dazwischen. Natürlich gibt es um Anreize Angebote schaffen. Das hatte Frau Henkel jetzt ausgeführt. Ich glaube auch, natürlich stimmt es, dass sozusagen speziell oder spezifisch auf den CO2-Ausstoß praktisch die Maßnahmen sehr teuer sind. Das liegt aber auch daran, weil wir über Jahrzehnte zu wenig investiert haben. Wir sehen ja in anderen Ländern, wo mehr in öffentliche Infrastruktur investiert worden ist, in öffentliche Schienen- und Businfrastruktur, dass da auch andere sozusagen Verteilungen der Verkehre dort sind. Das heißt praktisch, das ist etwas, was wir langfristig sehen müssen und langfristig auch anlegen müssen. Das wird auch nicht in den nächsten 5 Jahren uns nach vorne pushen. Wir werden auch nicht in den nächsten Jahren irgendwelche großen Schienenprojekte innerhalb Berlins sehen. Aber ich glaube, wenn wir es trotzdem jetzt unterlassen, dann haben wir 2030 nicht ein Klimaproblem, sondern ein Riesenverkehrsproblem erstmal. Und das könnte dann sozusagen eigentlich die Klimakrise lösen, weil wir dann alle nicht mehr mobil sein können. Also ich glaube, der Ausbau der öffentlichen Infrastrukturen ist wichtig, auch um die Verkehrsthematik als solche zu lösen. Und die ist eben breiter als nur die Klimafragestellung. Das ist, Angebot ist erstmal das Erste. Das Zweite ist, dass Sie natürlich müssen Sie Preissignale richtig setzen. Und wir sind Weltmeister darin, in neuen Veränderungen sofort finanzielle Ungerechtigkeiten zu sehen, aber das alte System nicht mehr zu hinterfragen. Das ist so dieses Scooter-Beispiel für mich. Wir sehen im Prinzip, der Scooter darf nicht in der Fußgängerzone fahren, deswegen wird er automatisch abgeregelt. Wir könnten das Gleiche mit Autos in Spielstraßen machen. Redet aber keiner drüber. Fällt einem gar nicht mehr ein. Aber das Neue wird im Prinzip sehr kritisch beäugt, während das Alte einfach hingenommen hat. Und genauso haben wir finanzielle Ungleichgewichte natürlich im System. Autofahren deckt nicht die Kosten ab, die es in Städten erzeugt. Ja? Und ich glaube, wenn wir nicht sozusagen langfristig dieses System umbauen, dass die finanziellen Signale auch richtig gesetzt werden und alle Kosten mit berücksichtigen, dann wird es nicht gelingen. Als letztes bleibt dann natürlich die ordnungsrechtliche Frage. Wenn alles nichts hilft, müssen Sie auch ordnungsrechtliche Vorgaben machen. Weil die Frage ist doch,
so ein bisschen, die uns auch nicht, hoffentlich nicht trennt, aber immer quasi trennt, ist doch, nehmen wir die Ziele wirklich genauso ernst, dass wir sie erreichen müssen. Es gibt keine Alternative zur Klimazielerreichung. Das ungerechteste System, sozial ungerecht, aber auch kostenseitig am ungerechtesten ist, wenn wir die Klimaziele nicht erreichen. Es wird immer teurer. Und deshalb glaube ich, ist es nicht die Frage entweder oder, sondern das Spektrum muss einfach breit sein und es muss klar sein, wenn die Anreize das nicht bringen, dass man auch Ordnungsrecht einsetzt. Das ist nur einfach so. Sie haben eben den CO2-Preis angesprochen. Sie haben eben den CO2-Preis angesprochen, der jetzt angedacht ist oder festgelegt ist von der Bundesregierung. Sie sagen, das ist viel zu gering. Es müsste sehr viel schneller steigen. Man müsste einfach mit sehr viel höheren Preis, mit 50 Euro pro Tonne CO2 einsteigen. Herr Lösch, was sagen Sie dazu? Ist das jetzt der richtige Weg, wie die Regierung das angeht und erstmal den Preis langsam anfluten lässt? Oder sollte man gleich wirklich richtig schnell herangehen, damit auch eine sehr schnelle Wirkung erzielt wird? Also wir haben uns entschieden, kein eigenes CO2-Preismodell zu machen. Deswegen sind wir jetzt auch nicht so enttäuscht wie andere, die ein ausgearbeitetes Modell vorgelegt hatten. Nicht nur Sie, viele andere auch. Ich glaube, dass wir müssen mal von der Grundsystematik ausgehen. Es war ja eine unglaublich schwierige Diskussion in Deutschland, wo man das Gefühl hatte, Deutschland muss sich jetzt entscheiden, überhaupt mit Thema CO2-Preis anzufangen. Wir sind in Industrie und Energie seit annähernd 20 Jahren in einem expliziten CO2-Preissystem über den Emissionshandel. Also es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich über Nacht in Deutschland das Thema CO2-Preis erstmals eingeführt wurde. Wir haben enorme, horrende, implizite CO2-Preise bei den ganzen Kraftstoffen. Nur die CO2-Wirkung funktioniert einfach so nicht. Deswegen haben wir gesagt, ihr müsst den Leuten die Möglichkeit geben, sich auf das, was da kommt, einzustellen. Also, und ich glaube, das ist jetzt, und da kann man sicher über die Höhe streiten oder nicht, aber das ist völlig klar, das Signal ist gesetzt, das, was ihr heute tut, wird in Zukunft teurer und das, was ihr heute schon tun solltet, unterstützen wir jetzt deutlich an vielen Stellen. Es wird künftig später aber etwas weniger unterstützt werden. Also diese Logik, entweder du bewegst dich jetzt, dann kannst du richtig viel Unterstützung kriegen, oder du bewegst dich eben nicht, dann wird es später richtig teuer. Die Logik finde ich grundsätzlich mal richtig und die hat sich auch im Verlauf dieser Monate in den ganz vielen Gesprächen, an denen ich auch teilgenommen habe, an denen viele andere teilgenommen haben, glaube ich auch herauskristallisiert. Weil keine Bundesregierung, egal unter welcher Partei, wird in der Lage sein, die CO2-Preise aufzurufen, die tatsächlich eine verlässliche und sofortige Klimawirkung erzeugen oder also eine Reduktionswirkung erzeugen. Deswegen werden wir mit einer Vielzahl von Instrumenten arbeiten müssen, die, ich beschreibe das immer mit so einem Klötzchenturm. Also wir müssen die Dinge aufeinandersetzen. Das ist in der Wärme ein bisschen anders als im Verkehr. Aber grundsätzlich ist das Signal gesetzt, dass wir, sage ich mal, als Industrie nicht sagen, Ordnungsrecht bitte ja sofort und in voller Wucht. Ich meine, das muss jedem klar sein, aber ich glaube, es ist auch jedem Politiker klar, dass das nicht wirklich am Ende des Tages ein Wahlkampfschlager ist. Wir glauben, dass es momentan mehr Anreize noch braucht, um die Alternativen zu erarbeiten. Und wir sehen es ja jetzt auch bei der Elektromobilität. Es ist völlig klar, dass da bin ich auch völlig bei Herrn Hochfeld, das haben wir ja auch x-fach diskutiert. Ich fand, wir hätten eigentlich über diese Verkehrskommission Mobilität in Ballungsräumen Kommission drüber schreiben sollen. Weil das war die Diskussion, die wir hauptsächlich geführt haben. Die Diskussion war etwas aufgehängt an Klima, aber im Grunde ging es an vielen Stellen und auch was wir jetzt wieder hier diskutieren, geht es doch um die Frage, wie organisieren wir Mobilität in Ballungszentren möglichst effizient, möglichst ohne Auswirkungen auf Gesundheit, auf Natur, auf das Wohlbefinden der Leute und wie organisieren wir es möglichst klimafreundlich. Das ist doch die Herausforderung, die wir insbesondere in Ballungszentren haben. Und da ist es natürlich dann auch nicht damit getan, dass die S-Bahn von A nach B halbwegs erträglich voll ist, sondern meine Frage als Konsument XY ist, wie komme ich nach A und wie komme ich von B zu C, wo ich hin will? Das sind ja die Anschlussfragen und da, glaube ich, ist der größte Nachholbedarf, dass wir wirklich den Menschen die Möglichkeit geben, zu sagen, also ich habe zum Beispiel, muss jetzt mal VBB loben, ich fahre von Lichterfelde Ost, ich wohne in Lichterfelde, von Lichterfelde Ost fahre ich in 9 Minuten zum Potsdamer Platz mit dem Regio. Das ist vollkommen unschlagbar.
So, danach habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder, also erstmal muss ich zu Fuß dahin gehen, weil meine geliebten Kubroller in Lichterfelde nicht fahren. Also muss ich zu Fuß zum Bus und dann mit dem Bus zur S-Bahn und dann fahre ich in 9 Minuten. Das ist das Highlight der Strecke. So, und dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich fahre mit der U-Bahn weiter, dann bleibe ich in meinen 2,90 € ist es, glaube ich, jetzt. Oder 2,80 €. Oder es ist schönes Wetter, also anders als heute, und ich nehme mir am Potsdamer Platz einen Coupe und fahre ins Büro. Dann sind es aber 4,90 € oder bald 5 €. Und da wird es dann schon auch eine Frage von, ich sag mal, das musst du dir dann auch leisten wollen oder leisten können. Und ich denke, diese Fragen müssen beantwortet werden. Das ist der wirkliche Mobilität in Ballungszentren Fragenkatalog. Und der hat am Rande was mit Klimaschutz zu tun, aber er hat sehr viel damit zu tun, wie wir diese Städte organisieren wollen. So, und ich glaube, ja, das Preissignal ist gesetzt. Das Preissignal wird schnell steigen. Ich könnte Ihnen auch mal vorrechnen, was das für Industrieunternehmen, die Gas beziehen, bedeutet. Da sind wir nämlich in der Summe gleich zu jährlich perspektivisch Milliarden Mehrbelastungen auch. Da sind wir auch gerade wirklich im Dissens mit der Bundesregierung. Aber wir brauchen die Förderung und wir brauchen eben auch die Möglichkeit, dass diese Systeme so attraktiv sind, dass man sich eben nicht überlegen muss, A, B, C, D, E, F, G. Und das muss für die Leute so sein, dass sie sagen, das ist mindestens so lustig oder attraktiv oder lustiger als das Autofahren. Sonst wird der Umstieg nicht erfolgen. Und heute wäre ich selbst nicht mit dem Roller gefahren. Franke. Das finde ich super, was Sie gerade ansprechen, weil das macht ja nochmal zwei Faktoren bei der persönlichen Verkehrsmittelwahl deutlich. Das erste ist Spaß und das zweite ist Geschwindigkeit. Im Thema Geschwindigkeit müssen wir unbedingt ran, da können die Öffentlichen viel leisten. Bei Spaß können sie nicht so viel liefern und da müssen wir auch dran denken, wenn wir uns nämlich von den Kunden her bewegen. Ich möchte aber auf einen Aspekt nochmal deutlich machen, nämlich der Aspekt der verkanntesten Mobilitätsart, die uns bei der Verkehrswende helfen kann. Das sind nämlich unsere Füße, unsere Beine. Also dieses Thema zu Fuß gehen als notwendige Anschlussmobilität wird dann wieder attraktiv, wenn tatsächlich die Flächen, über die ich gehe, gut begehbar, erlebnisreich und attraktiv sind. Und da müssen wir ran und da setzt nämlich genau diese Verkehrswende in den Städten an. Wenn ich wieder mehr Platz zum Zu-Fuß-Gehen habe, beste Beispiel die Albrechtstraße von hier zum Bahnhof Zoo, wo auf 1,20 Euro sich tatsächlich nicht zwei Menschen nebeneinander herbegehen kann, aber für den ruhenden Verkehr zwei ganze Spuren reserviert sind. Also der Stadtumbau beginnt damit zugunsten der Fußgänger, denn damit erhöhe ich die Erreichbarkeit zu den Systemen, also zu den Leihautos, zu den elektrischen Leihautos, zu den Rollern, zu den E-Scootern und natürlich zum ÖV. Und da schließt sich wieder ein Kreis, wenn wir die Flächen zurückerobern, aber sie tatsächlich so zur Verfügung stellen, dass ich was davon habe. Und da kommt ein Aspekt hinzu. Warum haben die Leute denn gerade alle so eine Watch um den Arm? Weil sie nämlich tatsächlich gucken, wie halten sie sich fit und wie sind sie unterwegs. Und das ist die Chance wieder der Öffentlichen, denn dummerweise muss ich ein bisschen Treppe laufen und dummerweise zur Station und wieder weg. Und auf die Art und Weise kriege ich meine 10.000 Schritte am Tag zusammen. Und ich glaube, das ist... Dummerweise bin ich 85, aber auch da gibt es Möglichkeiten und die Barrierefreiheit der Systeme schreitet voran. Und mit 85 sollte ich auch besser nicht im Auto sitzen, außer es ist autonom fahrend und elektrisch angetrieben. Aber genau diese Thematik, ich sage auch noch mal ganz bewusst, ich wohne in einer Straße, da stehen seit 100 Jahren alle 300 Meter Sitzbänke. Das ist eine der ganz wenigen Straßen, wo noch aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts Bänke stehen. Und viele Besucher, mit denen ich da durchgehe, sagen, wieso habt ihr hier Bänke? Die sehen alle ganz schlimm aus in der City West, sind nicht gepflegt. Aber man hat sie eingerichtet für genau solche Zwecke, nämlich zum Thema zu Fuß gehen und Stadt wahrnehmen, heißt auch, ich setze mich mal hin. Und das sind die kleinen, aber feinen Sachen. Und jetzt wage ich mal eine steile These. Wir diskutieren hier über teure Infrastrukturen, über Fahrzeuge, über das, was wir alles nachholen müssen. Ich bin ganz vorne dabei. Aber bei dem Thema Anfangen würde ich mir wünschen, dass die entsprechenden Personen, die das mit uns gestalten, einfach diese Systeme mehr nutzen, um genau das zu sehen, was draußen fehlt. Und wenn das endlich mal anfängt, und wir haben vor 30 Jahren in Zürich eine Werbekampagne des Züricher Verkehrsverbundes mit dem ersten Preis ausgestattet, die hatten nämlich nur noch Top-Manager befragt, die in der Straßenbahn fahren, nach dem Motto, warum fahren Sie denn morgens zu Ihrer Bank mit der Aktie?
Aktentasche. Und dann haben die eine Aktion gemacht, 100 Tage reisen alle Topmanager nur mit dem ÖV, vor 30 Jahren. Das war eine Wahnsinnskampagne. Die Leute sind da hingegangen, um auch mal Herrn X und Frau Y zu treffen. Also die Entscheider, die hier was voranbringen, müssen die Systeme benutzen, denn dann merken wir auch, wo es dran fehlt und was wir machen können. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Alte Botschaft. Es heißt ja, nur wo man zu Fuß war, war man wirklich. Und Herr Lösch, es ist ja sehr löblich, Sie kommen mit der Regionalbahn oder mit der S-Bahn und fahren mit dem E-Scooter weiter. Aber Sie sind ja eine Ausnahme, weil die meisten Menschen sitzen in ihren Autos. Und wenn ich zu meinem Büro fahre, fahre ich einfach einen kilometerlangen Staus entlang mit dem Fahrrad. Und da sitzen Leute und ich zähle immer nur einer im Auto. Und genau um diese Gruppe geht es ja, die man zum Umsteigen bewegen muss. Auf welche Art und Weise auch immer. Oder aber eben jetzt im Rahmen der Klimaschutzziele, dass man diese Autos sauber bekommt. Jetzt die Frage zu den Technologien, Herr Lösch. Es gibt die Elektromobilität, batteriebetriebene Fahrzeuge, die Wasserstofffahrzeuge, bald Gasfahrzeuge, Biokraftstoffe, Beimischung. Was würden Sie denn sagen, auf was sollte sich denn jetzt die Bundesregierung konzentrieren oder in welche Richtung sollte man auch gehen? Also da mache ich ja... habe ich ja vorhin schon kein Hehl draus gemacht. Ich glaube, die zwei größten Hebel sind in der Tat die Antriebswechsel. Das würde, sage ich mal, auf elektrisch, wo die Batterie, die Brennstoffzelle und die Batterie sich darunter verbergen. Und ich bin ganz sicher, nachdem 98% aller Brennstoffe in der Mobilität flüssig oder gasförmig sind weltweit, dass wir auch CO2-neutrale Alternativen für flüssige und gasförmige Brennstoffe brauchen. Anders wird man viele Mobilitätsarten nicht in den Griff kriegen. Vielleicht in Teilen Deutschlands kann man sowas anstreben. Ich glaube aber, wenn ich Zahlen höre, dass 2040 wahrscheinlich Öl immer noch der größte Energieträger weltweit sein wird. Ich glaube nicht, dass wir mit einer reinen Elektrifizierungsstrategie global andere dazu bewegen werden, das zu machen. Und deswegen sehe ich eher eine Chance, dass wir in Deutschland zum einen natürlich mit unserer Kompetenz, auch was chemische Großtechnologie betrifft, das wäre das Thema Wasserstoff, da hatten wir gestern, muss ich sagen, einen ausgesprochen interessanten und guten Wasserstoffkongress, was nicht üblich ist, wenn vier Ministerien gemeinsam sowas machen. Darf man an der Stelle auch nochmal sagen, ja, ohne Umwelt, weil Umwelt das Thema nicht so sieht. Aber vielleicht auch, weil es von der falschen Partei ist, kann sein. Aber und das Zweite, was ich ganz sicher glaube, ist, dass wir auch die Vorzüge des Verbrennungsmotors, der per se intrinsisch kein Klimaproblem hat, sondern der Brennstoff, den wir heute in ihm benutzen, hat ein Klimaproblem, dass wir da insbesondere was längere Strecken und schwerere Fahrzeuge, Schiffs- und vor allen Dingen Luftverkehr betrifft, werden wir auf jeden Fall auf diese Schiene gehen müssen. Und da wäre ich einfach als Deutschland sehr viel lieber auch als Technologiepartner dabei, als irgendwann als reiner Bedarfsträger. Und deswegen engagieren wir uns an der Stelle auch sehr deutlich. Ich glaube, generell muss man sagen, die Frau Überscher hat es vorhin gesagt, Sie wollen es komplizierter machen, das ist genau richtig. Also heute schlagen wir ja Reißzwecken mit Vorschlaghämmern ein in der Mobilität, wenn man es jetzt mal übertragen mit sagen darf. Es wird sehr viel feingliedriger, es wird sehr viel unterschiedlicher. Wir werden sehr viel mehr Technologiepfade auch beschreiten müssen. Und ich glaube, diese passgenaue Mobilität ist das, was Deutschland aber auch Technologiechancen auch am Ende des Tages bieten kann. Also gestern kam ja auch zur Sprache, dass das mit dem Wasserstoff nicht so ganz einfach ist. Also erstens ist der Wirkungsgrad nicht so groß, die Herstellung ist unheimlich teuer. Wir haben eigentlich gar nicht den Strom, um den Wasserstoff, also grünen Wasserstoff herzustellen. Importfragen sind nicht geklärt. Es ist überhaupt nicht geklärt, mit welchen Ländern man sich eigentlich zusammentut. Kann man das zum Beispiel in Südeuropa, wo es viel Sonne gibt, kann man da Strom erzeugen und das dann hierher transportieren? Die Fragen sind alle nicht geklärt. Was sagen Sie dazu? Ja. Der präzise Kritik- und Fragenkatalog von vor 20 Jahren zum Thema erneuerbare Energien. Und ich finde es unglaublich putzig, dass wir heute erneuerbare Energien, und da müssen sich viele Leute korrigieren, vielleicht sogar ich in meinen jüngeren Jahren auch, heute sehen, dass erneuerbare Energien mittlerweile zu einem, wie soll ich das sagen, kostentechnisch zu dem Hoffnungsträger global geworden sind, weil sie können ohne erneuerbare Energien dauerhaft klimafreundlich auch
all die anderen Dinge, die all diese 98% nicht generieren. Aber wir vergessen heute, wir denken immer diese 2 US-Dollar-Cent für Photovoltaik, die in manchen Ländern tatsächlich heute möglich sind, die werden vom Himmel gefallen. Da sind Milliarden von Subventionen, nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern geflossen, enorme Forschungsmittel, sehr viel Risiko auch von Unternehmen, um dahin zu kommen. Und jetzt zu sagen, den nächsten Schritt, dass wir diese Sonne nehmen und in den Tank packen, indem wir sie über Wasserstoff und dann weitere nachgelagerte Dinge verfeinern, das sei nicht wirtschaftlich und das sei doch technisch schwierig. Ja klar, alles ist technisch schwierig. Die Erneuerbaren ins System zu integrieren, ins Stromsystem, ist auch enorm schwierig und wir haben es immer noch nicht komplett bewältigt. Also das finde ich, das finde ich fragwürdig und ich glaube, wir müssen uns da alle ein Stück weit öffnen. Da werden Menschen eine Menge Geld verlieren, da werden Unternehmen wahrscheinlich auch mit untergehen, das haben wir aber auch bei anderen Technologien erlebt. Aber ich glaube, wir müssen sehen, die alleinige Zahl 98% flüssig-gasförmig sagt mir, das werden wir nicht mal ansatzweise mit rein elektrisch schaffen. Und deswegen werbe ich dafür, diese anderen Technologien sich auch wirklich schnell anzuschauen. Und Großindustrie, Stahl, Chemie, Zement, werden Sie ohne diesen Stoff in Deutschland post 20, 40, 50 nicht mehr erleben. Das heißt, diese von auch dem Verkehrsminister Scheuer immer wieder beschworene Technologieoffenheit, die wird auch erstmal weiterhin bleiben, man forscht in jeder Richtung. Ist das richtig, Herr Hochfeld? Er muss ja richtig sein, wenn er das sagt. Ich frage ja Sie. Ich finde das schade, dass oftmals hier sozusagen dringlich und wichtig durcheinander gemischt wird. Natürlich ist es wichtig, dass wir Alternativen auch und zusätzliche Optionen zur elektrischen Mobilität haben. Für insbesondere den Seeschifffahrtsverkehr, für den Luftverkehr, da werden Sie schwer Batterien reintun können. So, aber für den Straßenverkehr ist nun mal einfach die Realität die folgende. Die Entscheidung für batterieelektrische Fahrzeuge, auch in den Großteil aller Automobilkonzernen, ist in den letzten 5 Jahren gefallen. Wir werden 300 elektrifizierte Modelle in den nächsten 5 Jahren auf dem europäischen Markt sehen. Batterieelektrisch oder mit Plug-in-Hybriden. Wir werden eine Handvoll, maximal eine Handvoll Brennstoffzellenfahrzeuge sehen mit Wasserstoffantrieb. So, dann möchte ich gerne, also ich finde das fatal auch gegenüber den Kunden und den Verbrauchern, jetzt den Eindruck zu erwecken, das ist als so, als komme ich in ein Restaurant, da habe ich eine Menükarte, da steht auf der linken Karte, auf der linken Seite meinetwegen Wiener Schnitzel und auf der rechten Karte steht ich sag mal was Vegetarisches, ja, Gemüserisotto. So, und das Gemüserisotto steht angerichtet hinter der Tür der Küche, aber das Schnitzel steht noch auf der Weide. Und so ist es halt doch. Sie können nicht das Schnitzel sofort haben. Und so ist es bei der Brennstoffzelle im Moment so, dass die Leute das Gefühl haben, warte ich noch ein Jahr, dann kriege ich ein Brennstoffzellenauto. Ist doch nicht wahr. Wir können auch im Prinzip, wenn die Elektrofahrzeuge jetzt nicht erfolgreich werden und im Markt erfolgreich sind, dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr über Technologieoffenheit in 10 Jahren machen. Weil dann hat kein Automobilkonzern mehr Geld, um die Brennstoffzelle weiterzuentwickeln und zu schauen, wo das vielleicht hinführt. Es ist kostenseitig, zeigen eigentlich alle Berechnungen, im Moment überhaupt nicht attraktiv, ein Fahrzeug mit einer Brennstoffzelle und Wasserstoff zu betreiben oder mit synthetischen Kraftstoffen gar. Das heißt, über die nächsten 10 Jahre ist die Sache entschieden. Und ich finde, da jetzt sozusagen so zu tun, als würden wir jetzt noch andere Optionen haben und wir sollten lieber was anderes machen und das Dringliche lieber jetzt mal sein lassen, das finde ich schade, wenn der Eindruck erweckt wird. Dass wir langfristig über andere Themen reden, schön und gut, aber in den nächsten 10 Jahren wird es einfach keine Rolle spielen. Und das ist etwas, was ich in der Kommunikation tragisch finde, wenn immer diese Technologieoffenheit oder Technologieneutralität auch in der Regulierung so ein bisschen wie so raureif über die gesamte dringliche Entwicklung gelegt wird. Wenn man sagt, naja, da können ja noch andere Dinge kommen in der Zukunft, deswegen lasse ich heute erstmal wieder alles sein. Und das haben wir im Automobilsektor schon so oft erlebt. Wir sind so viele Säue durchs Dorf getrieben worden, ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind. Ja? Also die Biokraftstoffe, die Brennstoffzelle war es ja schon mal. Also es gibt auch Zungen, die sagen immer, eine Brennstoffzellen waren, sind und werden die Technologie der Zukunft sein. Also wir sind ja noch nicht mal viel näher an den Markteintritt rangekommen. Deshalb finde ich,
sozusagen alles richtig, was die Langfristigkeit angeht, auch alles richtig, dass wir in diese Technologien investieren. Wir werden sie auch brauchen für viele Anwendungen. Aber in den nächsten 10 Jahren im Straßenverkehr und insbesondere im Pkw-Verkehr sehe ich das nicht. Herr Lösch, Sie möchten direkt darauf antworten. Also erstens, was Sie ansprechen, das Elektromobilitätsgeschehen in Deutschland ist nicht ansatzweise marktgetrieben, es ist rein politikgetrieben. Rein politikgetrieben. Ja, natürlich. Ja, so. Und es hätte jede Möglichkeit gegeben, im Bereich der Pkw-Regulierung oder der Nutzfahrzeugregulierung in der EU eben auch das zu tun, was viele gefordert haben. Gibt auch Möglichkeiten, das Thema Wasserstoff, das Thema synthetische Fuels auch zur Anrechnung auf die Quote zu bringen. Das hat man bewusst in Europa nicht gemacht. Das ist natürlich völlig klar, wenn du es nicht anrechnen kannst, dann verfolgst du diese Route erstmal nicht. Aber ich warne davor zu sagen, wir schauen jetzt mal 10 Jahre, ob es mit der Elektromobilität klappt und dann können wir uns immer noch überlegen, ob was passiert. Um uns herum, Sie kennen China sehr gut, Sie wissen auch, was beim Thema Brennstoffzelle auch in China passiert. Offensichtlich sind die da insgesamt schlauer, weil sie nämlich alles machen, von Kohle, Nuklear, Erneuerbar über Brennstoffzelle, Diesel, Benzin und auch Batterien. Aber ich glaube, das ist eine Haltung, die kann nicht wirklich verantwortungsvoll sein. Das ist so, wenn ich sage, im Moment geht es mir noch gut und in 10 Jahren schaue ich, wie es mir geht und dann schließe ich eine Krankenversicherung ab. Also das ist so. Du willst jetzt mir was in den Mund legen, was ich gar nicht sage. Ich sage nur, was in den nächsten 10 Jahren im Markt sein wird, ist relativ festgeschrieben, weil die Planung der Konzerne einfach über 5 bis 10 Jahre ja festgeschrieben ist. Aber wir sind uns einig, dass das keine rein politikgetriebene Festlegung ist, von der keiner weiß, ob sie marktlich funktioniert. Sie sprechen jetzt ein Instrument an, die CO2-Flottengrenzwerte, die Effizienz von Fahrzeugen regelt. Da haben Kraftstoffe eigentlich nichts zu suchen. So, und von daher gibt es andere Regulierungen, Sie können das anders anreizen, herzlich gern. Aber den Eindruck zu erwecken, dass wir haben morgen schon die Chance, auf ein anderes Pferd zu setzen. Wir können doch das eine tun, ohne das andere zu lassen. Nur Sie erwecken den Eindruck, als würde jetzt in den nächsten 5 Jahren noch die Offenheit da sein und man bräuchte noch Offenheit, um Brennstoffzellenfahrzeuge in den Markt zu werfen. Sie wissen doch genauso gut wie ich, die gibt es nicht. Die wird es auch nicht geben in den nächsten 5 Jahren. Fragen Sie doch die Automobilkonzerne. Und was China angeht, China setzt auf die Brennstoffzelle im LKW, weil die sagen, wir sind der weltweit größte Automarkt, wir werden alle Technologien der Zukunft bestimmen. Aber das ist für die langfristig angelegt. Die haben auch früher angefangen mit Elektromobilität als wir. Das heißt, der Pkw, das sehe ich einfach nicht. Und ich finde, da gehört jetzt auch die Ehrlichkeit dazu zu sagen, jetzt lass uns mal auf eins konzentrieren. Das ist, glaube ich, auch für die Konzerne eigentlich. Es gibt ja auch durchaus Automobilkonzerne und Zulieferer, die sagen, lass uns mal eins richtig machen, bevor wir alles falsch machen. Oder alles ein bisschen und dann nichts richtig. Also von daher, ich würde mir wünschen, dass wir da ein bisschen mehr Klarheit in der Kommunikation rankriegen, welche Fristigkeiten Themen haben und was wann zu tun ist. Und da muss ich einfach sagen, tut es mir leid, dass in der politischen Kommunikation, und das wirkt sich im Parlament auch aus, immer so der Eindruck entsteht, ich kann morgen beides im Showroom bei den Automobilern haben, ein Brennstoffzellenauto und ein Elektroauto. Und dann reden sie auch mit Parteien, die jetzt nicht unbedingt zum demokratischen Spektrum zählen. Die erzählen ihnen nämlich, dass aus Russland synthetische Kraftstoffe schon für 60 Cent morgen zu investieren und zu importieren sind. Und das zeigt, dass wir da, glaube ich, wirklich aufpassen müssen. Das verschreckt am Ende den Kunden und das wird aus diesem politisch getriebenen Markt nie einen marktorientierten Markt machen. Und jeder dieser Märkte ist politisch am Anfang getrieben. Das ist so. Frau Henkel. Ja, Frau Landwehr, wir waren neulich gemeinsam auf einer Veranstaltung, da war das ganze Thema alternative Antriebe für die Schiene in der Diskussion. Und dort sind wir in der gleichen Situation, nämlich wir Aufgabenträger im Schienenpersonennahverkehr diskutieren jetzt für die Dieselstrecken, nehmen wir hier mal den Versuch mit dem batterieelektrischen Antrieb oder setzen wir auf Wasserstoff. Und nur weil ein solches Fahrzeug rund um Bremervörde derzeit seit einem Jahr seinen Dienst tut, glaubt die Branche, dass wir die morgen kaufen und übermorgen auf allen nicht elektrifizierten Strecken zum Einsatz bringen können. Keiner weiß, 8000 Stunden hält die Brennstoffzelle. Das ist bei so einem Eisenbahnfahrzeug gefühlt nach 2 Monaten dann vorbei. Muss das ausgetauscht werden. Keiner weiß, wie kommt sozusagen der Wasserstoff an die Schiene. Klammer auf, mit LKW, Klammer zu. Und die gesamten Fragestellungen führen dazu, dass jetzt überall ausprobiert und experimentiert wird. Wir haben aber eine Antwort. Und die Antwort würde zunächst mal lauten, auf die Elektrifizierung der Strecken setzen.
umsetzen. Denn dann können wir tatsächlich umweltfreundlich erzeugten Strom einspeisen und sind tatsächlich dabei, richtig was zu wuppen zum Thema CO2. Aber genau da sitzt der Gesetzgeber und sagt, lohnt nicht. Also in dem Moment, wo du im ländlichen Raum eingleisig nicht elektrifiziert unterwegs bist und machst da eine Oberleitung dran, ist das Ganze so teuer, dass alle Nutzen-Kosten, Effizienzwerte, wie wir sie derzeit kennen, das System nicht wuppen, sprich es gibt keine Zuschüsse und wir können das nicht ermöglichen. Da sind einige Länder in Europa andere Wege gegangen und haben auf die volle Elektrifizierung gesetzt und die daraus sich ableitenden Effizienzen. Die sind alle gar nicht weit weg, da spricht man auch Deutsch, da kann man hinfahren, um sich mal auszutauschen, Österreich, Schweiz und Niederlande hier zu nennen. In einigen wenigen Jahren auf 100%, Österreich will bis 2035 komplett elektrifiziert sein. Und ich glaube, da geht es auch ein bisschen hin nach dem Motto, machen wir jetzt dieses, probieren die nächsten 10 Jahre mal alles aus oder setzen wir auf bewährte Technik an dieser Stelle. Und diesen Schritt und diese Entscheidungen, die müssen jetzt getroffen werden. Sonst sind wir auch bei den öffentlichen, wo wir ja auch nach Lösungen suchen, in 10 Jahren noch in einem großen und breiten Experimentierfeld. Und das können wir uns nicht erlauben. Das heißt, Wasserstoffzüge sind für Sie erstmal keine Alternative? Oder? Also wenn man sich, wie ich das gemacht habe, ein ganz kleines bisschen mit der Antriebstechnologie beschäftigt, ein Elektromotor, der mit Wasserstoff angetrieben wird, hat es am liebsten in einem homogenen Geschwindigkeitsbereich. Jeder von Ihnen, der Eisenbahn fährt, weiß, das kann ich ja gar nicht liefern. Denn die Züge müssen halten, abfahren, beschleunigen, einen Berg rauffahren, im Tal wieder abbremsen. Und das ist für einen solchen Elektromotor Mord. Also muss zwischengesteuert werden mit einer Hochleistungsbatterie. Das ist auch der Grund, warum wir seit 20 Jahren nach einer Lösung suchen. Ich habe vor 20 Jahren in einer Firma gearbeitet, da haben wir 20 Wasserstoffzüge bei der Firma Alstom bestellt. Alstom konnte nicht liefern und hat das Ganze verschoben. Jetzt kann Alstom liefern. Aber diese Technologie, dass wir die Fahrzeuge und die Antriebstechnologie in solchen Zyklen erneuern müssen, die wir uns gar nicht leisten können, da müssen wir genauer hingucken, denn das System muss ja bezahlbar bleiben. Wenn ich das so von oben auf einer Vogelperspektive drauf schaue, auf das ganze Thema, sehe ich verschiedene Märkte, den Güterverkehr, den Personenverkehr, den öffentlichen Verkehr für Personen. Muss man den Markt sehr viel mehr in Einzelteilen sehen? Man hat den Schwerlastverkehr, da geht vielleicht irgendwann Wasserstoff- und Brennstoffzelle oder LNG als Brückentechnologie. Muss man sagen, Elektromobilität ist auf jeden Fall in den Städten das Richtige. Muss man die Märkte segmentieren? Weil früher war Diesel und Benzin der Kraftstoff für alles und heute sieht es anders aus. Vielleicht wären Sie beiden auch gar nicht so weit voneinander entfernt, weil alles nebeneinander gehen kann. Herr Lösch. Also natürlich werden wir wesentlich, das habe ich ja vorhin gesagt, wesentlich differenzierter unterwegs sein. Also ich meine, das ist auch mitnichten jetzt die Forderung, dass wir statt Elektromobilität die PKWs alle mit Wasserstoff machen. Ich glaube, es wird am Ende des Tages sich an der Frage festmachen, wie weit will ich mit dem Auto fahren, wie schwer soll das Auto sein, also was will ich mit dem Auto vielleicht auch transportieren. Wir kommen dann schnell in den Bereich der leichten Nutzfahrzeuge. Und natürlich ist das, und das würden auch die Japaner, also Toyota habe ich da letztes Jahr besucht, die ja bei dem Thema sehr weit führend sind, machen genau solche konzentrischen Kreise, Gewicht, notwendige Fahrleistung. Und grob formuliert ist, je höher das Gewicht, je höher die notwendige Nutzlast, je höher die gewünschte Reichweite, desto mehr werden sie in die Felder Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe kommen. Und natürlich werden die synthetischen Kraftstoffe perspektivisch auch natürlich den größten Nachfrage im Bereich Luftverkehr auch kriegen. Und während Wasserstoff tatsächlich auch Teile des Schiffsverkehrs auch bedienen kann. Aber wir werden keine, wie soll ich das sagen, also wir haben heute eine diverse Landschaft und werden noch eine viel diversere kriegen. Und deswegen bin ich da etwas allergisch gegen die Wahrnehmung, wir machen jetzt erstmal eins und das machen wir jetzt mal 10 Jahre richtig und dann schauen wir, ob wir noch ein zweites brauchen. Also so funktioniert die Welt, glaube ich, an dieser Stelle nicht. Da sind wir, glaube ich, zu sehr in unseren internen politischen Debatten auch gefangen. Und wir sollten versuchen, einfach das Ziel vor Augen zu haben. Und wir haben zwei Ziele. Das eine ist Klimaschutz und das zweite ist, wie kriegen wir unsere Mobilität in den Ballungszentren so hin, dass sie den anderen Zielen, die wir noch haben, auch entsprechen. Und da werden wir eine Vielfalt von Instrumenten einsetzen müssen, sowohl was die Anreize betrifft, aber auch was die Technologie betrifft. Und ich
bin auch ganz klar. Es geht auch um die Frage, welche Rolle wird Industrie in Deutschland in der Zukunft technologisch weltweit spielen? Und da ist tatsächlich auch dieses Thema Wasserstoff ein Thema, wo wir einfach Chancen sehen. Sie sagten gerade Ballungszentren, allen in den Großstädten, überall brennt das Thema Klimaschutz unter den Nägeln. Es war faszinierend zu sehen, wie bei der Demonstration hier in Berlin, Fridays for Future, einfach sich die Menschen den öffentlichen Raum zurückerobert haben. Sie standen einfach auf den Straßen, es gab kein Auto mehr durch und es endete für viele Autofahrer wirklich im Chaos, weil sie einfach nicht mehr weiterfahren konnten. Frau Henkel, die Städte sind eng. Eigentlich müsste ja umverteilt werden, also der öffentliche Raum müsste umverteilt werden. Geht das eigentlich überhaupt noch oder ist es eigentlich schon, sind wir schon am Ende der Fahnenstange angekommen? Ja, klar geht das. Und ich denke, gerade hier im Land Berlin hat man sich dazu auch einiges vorgenommen. Es gibt natürlich die berühmten Vorbilder, wo wir gerade alle hinschauen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, und Herr Hofeld hat das ja auch ausgeführt, es ist überlebensnotwendig für die Städte, dass sie diese Platzumverteilung machen, damit für diejenigen, die in den Städten leben, die auch auf kurze Wege und damit auf ihre Verkehrsvermeidung ja auch hinaus wollen, auch Raum haben für den halböffentlichen Raum, Raum für ihre Bewohnerinnen und Bewohner, aber Raum auch für Bewegung. Und das muss man immer wieder sehen. Da müssen wir ran an den ruhenden Verkehr ganz besonders. Dazu ist Carsharing sicher auch eine ganz hilfreiche Sache. Ran auch mit Restriktionen. Und bei mir macht es auch immer wieder Klingeling, wenn Sie das Chart auflegen zum Thema, was kostet mich die Monatskarte, was kostet mich die Parkgebühren. Ich wohne auch in so einer Straße, wo meine Nachbarin statt noch einen Raum dazu zu mieten, sich einfach zwei Autos dahin stellt, weil das so schön günstig ist in Berlin. Wir zahlen da so 20 Euro für 2 Jahre. Und das ist noch nicht mal 1 Euro pro Monat, um da unten mit dem Kofferraum so ein halbes Lager einzurichten. Die Miete ist teurer. Und solange solche Fehlanreize sind und der öffentliche Raum so preiswert verscheuert wird, muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es noch genug Chancen, da anders mit umzugehen. Was wir aber auch sehen, wir brauchen natürlich für diese Flächen, die dann frei werden, Folgenutzungen und nicht einfach einen Kieselstein dahinlegen und sagen, der Raum ist jetzt nicht für den Individualverkehr mehr da. Das ist sicher nicht der Ansatz. Und wir müssen deutlich machen, was bringt es denn auch? Also ich habe gestern Abend, ich kam um 10 nach Hause mit meinem Fahrrad, ich habe gesucht nach einer Lücke, wo ich zwischen den parkenden Autos überhaupt zu meinem Eingang konnte. Und soweit ist es schon. Und das, glaube ich, brauchen wir nicht und wollen wir auch nicht mehr in unseren Städten erleben. Aber nicht nur hier, sondern natürlich auch in den Randbereichen, nenne ich es jetzt mal, auch in dem Speckgürtel, den wir haben. Auch dort geht es darum, dass wir die Anbindung sichern und dass wir statt Kommunikation, statt Platz entsprechend umbauen. Ich glaube, die Menschen wollen das und sie genießen das auch, wenn wir es dann wieder haben. Herr Hofeld, Sie beschäftigen sich ja schon länger mit diesem Thema öffentlicher Raum, haben auch schon mal eine Studie veröffentlicht, was eigentlich die Kommunen tun können. Sie können umwidmen, sie können Parkraum zu Sitzräumen machen, sie können Spielstraßen einrichten. Haben Sie denn, seitdem Sie diese Studie, es war glaube ich jetzt vor 1,5, 2 Jahren veröffentlicht haben, hat sich da aus Ihrer Sicht irgendetwas bewegt? Haben die Kommunen gesagt, okay, wir wollen den Raum den Menschen zurückgeben, weil das ist ja eigentlich deswegen, warum wir in den Städten leben? Also ich bin demütig genug, um zu sehen, dass das nicht nur wegen der Studie jetzt der Fall ist, aber meine Wahrnehmung ist schon sehr in diese Richtung, dass die Kommunen gerade dieses Thema öffentlicher Raum und öffentlicher Raum als Mehrwert auch in der Kommune sehr stark wahrnehmen und nach den Instrumenten suchen, wie sie diesem öffentlichen Raum mehr Wert geben können, um dann auch praktisch umverteilen zu können und den Verkehr anders zu organisieren. Und da steht ihnen im Moment sozusagen die Parkraumbewirtschaftung zur Verfügung. Und da war jetzt für uns schon auch sehr positiv, dass selbst Herr Scheuer ja sagt, dass die Deckelung der Anwohner, des Anwohnerparkens auf, ich glaube jetzt 30,70 Euro im Jahr praktisch aufgehoben werden kann, weil es eine Verwaltungsgebühr ist und nicht den Wert des öffentlichen Raums abdeckt. Also da ist sehr viel Bewegung drin in meinen Augen. Und diese Bewegung, glaube ich, kann man noch erweitern. Und es geht darum, jetzt zu schauen, was können Kommunen noch mehr tun und wie können wir die Spielräume der Kommunen noch erweitern. Ich glaube, es wird immer sehr schnell auch hier argumentiert, es geht um weniger Autos.
das kann eine Konsequenz sein, wenn wir über andere Dinge reden, nämlich über die Qualitätsziele in den Städten. Es geht darum, eben mehr Platz zu haben, es geht darum, mehr Luftqualität zu generieren und die Lebensqualität als solche zu verbessern. Und wenn das nur mit weniger Autos geht, so what, dann sind es halt weniger Autos. Aber das immer zum Kulturkampf sozusagen zu machen, ist, glaube ich, der falsche Weg. Sondern ich glaube, es wollen viele sehr viel mehr Lebensqualität in den Städten. Und auch wenn das Beispiel sehr hinkt, ich finde, das ist wirklich für mich immer wieder wie Rauchen in Kneipen. War ein Riesenaufstand. Es werden Millionen von Kneipen und Restaurants zugrunde gehen, wenn das Rauchen verboten wird. Und heute, glaube ich, möchte kein Raucher in einem Restaurant sitzen, wo noch geraucht wird. Und ich glaube, so ähnlich sehe ich das auch, dass wir die Vorzüge kennenlernen werden, wie Städte organisiert sind, wie Städte lebenswerter sind, wenn wir weniger Verkehr insbesondere, weniger Fläche insbesondere für den ruhenden Verkehr brauchen. Und das ist, glaube ich, etwas, was sehr schnell und auch sehr bald gehen wird. Und wo wir, glaube ich, noch wirklich große, große Spielräume haben, da was zu verändern. Genau. Und da sind die Kommunen gefragt. Frau Henkel, sagen Sie noch was noch dazu? Noch was dazu ergänzen. Wir haben ja auch eine Diskussion vor uns zur Verteilung der Systeme und zur Finanzierung der Systeme. Und wir stehen derzeit im öffentlichen Personennahverkehr mit dem Rücken an der Wand. Wir haben auf der einen Seite die Verkehrsunternehmen. Die haben die Herausforderung, dass sie immer höhere Personalkosten haben. Die Tarifabschlüsse steigen. Und die Fahrerinnen und Fahrer müssen sozusagen für die gute Leistung auch gutes Geld bekommen. Gleichzeitig müssen die Verkehrsunternehmen sich in neue moderne Fahrzeuge zulegen. Sie müssen investieren. Und vor diesem Hintergrund sind die Kosten sehr, sehr gestiegen. Das können wir gar nicht eins zu eins an die Fahrgäste weitergeben. Und der Preis der Monatskarte war ja hier nochmal abgebildet. Wir haben aber eine Finanzierung im öffentlichen Verkehr, wo wir Pi mal Daumen sagen können, nur die Hälfte ist eine Nutzerfinanzierung. Also nur die Hälfte der Kosten wird aufgebracht durch Fahrgäste und ihre Monats- oder Tageskarte. Die andere Hälfte zahlt die öffentliche Hand. Und was wir brauchen dringend eine weitere Finanzierungssäule. Sonst kriegen wir im öffentlichen Personennahverkehr das nämlich nicht hin, um genau solche Metropolräume zu ermöglichen, um die Angebote auszubauen, weil es viel Geld ist, was wir benötigen und was wir nachhaltig benötigen. Wir können nicht übernächstes Jahr damit aufhören. Das heißt, hier muss auch darüber nachgedacht werden, wie über natürlich Stichworte wie Pkw-Maut, City-Maut, Parkgebühren für das System. Das ist aber nur die eine Lösung. Hier wird es um eine weitere Belastungs- und Finanzierungssäule gehen, über die wir nachdenken. Das wird nicht attraktiv. Da brauchen wir mutige Politiker, weil an dieser Stelle wird sich das ganze System wandeln, weil wir können nicht sagen, Leute, benutzt die Öffentlichen, das ist umweltfreundlich, aber zahlt bitte 10 Euro am Tag für zwei Fahrten hin und zurück. Das wird nicht funktionieren. Das muss preislich attraktiv sein und das kriegen wir nur so hin. Da sind wir am Suchen und ich glaube, das kommt in der ganzen Diskussion zu kurz, dass uns dieser Spaß einiges kostet und dass wir da ganz kreativ uns dran setzen müssen, um zu sagen, hier machen wir eine Umverteilung. Der BDI hatte das ja auch ausgerechnet, wie viele Milliarden auf uns zukommen, wenn wir halt die Klimaziele erreichen möchten. Ja, die Rechnungen haben sich dann in der Verkehrskommission, das hat sich auch angenähert. Also wir glauben, wenn wir bis 2030 die Verkehrsklimaziele erreichen wollen, werden wir zusätzliche Investitionen, muss ich wieder sagen, Investitionen sind keine Kosten. Ein Teil davon wird zu Kosten irgendwann von ungefähr 250 Milliarden Euro ansetzen. Das ist deutlich mehr als in einem, sag ich mal, etwas stetigeren Szenario, wie wir es in unserer ursprünglichen Studie gemacht hatten, weil wir natürlich massiv nach vorne verdichten bei den Zielen. Aber ich fand auch spannend zu sehen, das ist genau das, was Sie gerade gesagt haben. Sie sind ja in der Klemme. Also erstens, Sie können heute schon nicht kostendeckend operieren. Also das heißt, es ist heute schon öffentliche Daseinsvorsorge, also zahlt der Steuerzahler für einen guten Teil dessen. Sie müssen jetzt mehr investieren und Sie dürfen eigentlich nur weniger verlangen. Also Sie müssen eigentlich die Preise reduzieren oder man nimmt die Mehrwertsteuer runter. Also das ist, wenn man so will, eine doppelte Zwickmühle für die öffentlichen Hände. Und ich fand es sehr bemerkenswert zu sehen, wie viel von diesen 250 Milliarden eigentlich
bei den öffentlichen Händen kleben bleiben. Und nachdem die öffentlichen Hände aber auch noch andere Sachen machen müssen, kommen wir halt wirklich jetzt in die Situation, dass wir uns die Frage stellen müssen, entweder wir setzen die Prioritäten so klar zu Lasten anderer Bereiche der öffentlichen Haushalte oder wir finden tatsächlich intelligente Lösungen, auch marktgetriebene Lösungen, um diese Dinge voranzubringen. Ich muss immer wieder dran denken, ich habe in den 90er Jahren, als ich noch Journalist war in München, gab es ein Konzept von BMW, das hieß die blaue Zone. Und das war super revolutionär. Das war quasi den Ring autofrei zu machen, bis auf eine gewisse Art von Ausnahmen. Das Ganze mit Pendelbussen, mit großen unterirdischen Parkhäusern. Und ich fand die Idee damals, ich fand sie irre revolutionär. Aber sie wurde damals überhaupt nicht weiterverfolgt, weil sie offensichtlich vom falschen Absender kam. Also sie kam vom BMW und das funktionierte mit der Stadt damals nicht. Aber ich glaube, die Gedanken sind an vielen Stellen schon vorhanden, was man auch machen könnte. Und ich bleibe dabei, wenn Sie den Menschen für ihre Bedürfnisse, ihre selbst wahrgenommenen Bedürfnisse, keine attraktiven oder ich sag mal echten Alternativen bieten, dann wird es nicht in den Mengen von Verhaltensänderungen funktionieren. Und an Kommunikationskampagnen, glaube ich, an der Stelle, wie Herr Hochfeld auch, nur sehr begrenzt. Also das kann man nicht mit Plakaten regeln, sondern man muss Angebote definieren und geschickte Anreize auch setzen. Genau, daran arbeiten wir alle. Ich würde jetzt gerne noch ein, zwei Fragen, wenn auch Fragen aus dem Publikum sind. Bitte der Herr. Warten Sie auf das Mikro. Ich will nicht zu technisch werden und das ist auch nicht das Thema heute, das ist eine politische Diskussion. Auch aus, jetzt ist es an. Zum Thema Kraftstoffzellen, ja, nein. Also im Schienenverkehr, klar, Sie haben verschiedene Lasten, Anfahrlasten sind ganz andere, als wenn Sie auf einer freien Strecke sind und sozusagen durchfahren. Das Problem ist aber nicht der Elektromotor, der sozusagen eine optimale Drehzahl-Drehmoment-Verhältnis hat. Das heißt, das Drehmoment ist sozusagen praktisch über den ganzen Drehzahlbereich gleichbleibend. Das Problem ist die Kraftstoffzelle. Da hatten Sie auch schon was zu gesagt. Das Problem bei der Kraftstoffzelle ist sozusagen, hatten Sie schon angedeutet, optimale Leistung bei gleichbleibender Energieabgabe. Das müsste man, klar, müsste man puffern mit einer Batterie, sehe ich aber technisch nicht ein Riesenproblem. Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das ist auch nicht die Diskussion hier, aber es ist was mich gerade so ein bisschen anspitzt hier. Können wir nachher mal reden. Ja, wir müssen eine Batterie dazwischen puffern. Ja. Okay. Ich nehme noch eine Frage, weil ich kriege jetzt hier schon ein bisschen die rote Karte von Frau Brümmer. Der Herr hatte sich sowieso schon ganz am Anfang einmal kurz gemeldet. Nee, hier vorne bitte. Ich lasse es jetzt mal nicht fallen, obwohl ich den Eindruck habe, das funktioniert. Eine Frage, eine politische Frage an Herrn Hochfeld. Es ging um diese Pendlerbelastung, die Sie ja erwähnt haben und wo das Bundeskabinett vor einiger Zeit weise Entschlüsse gefällt hat. Die Frage ist an dieser Stelle für mich, war das eigentlich Absicht, dass Sie das nicht gemerkt haben oder war das Zufall, dass sozusagen die Belastung für die niederen Einkommen halt höher ausfallen als für die hohen Einkommen? Wie schätzen Sie das ein? Ich glaube, ich kann das nur im Ergebnis beschreiben. Das wäre jetzt irgendwie Spekulation. Ich glaube tatsächlich, dass es also mein Bild ist eher, es war nicht absichtlich, dass man höhere Einkommensklassen weniger belasten möchte. Man hatte einfach Angst, dass sozusagen die Pendler mit einer CO2-Besteuerung auf die Barrikaden gehen und eine ähnliche Entwicklung zu sehen ist, wie wir es in Frankreich gesehen haben mit dem Gelbwesten. Und das ist natürlich, finde ich, ein etwas trauriges Bild, wenn man sozusagen eine potenzielle Gefahr sieht, aber Menschen, die real auf den Straßen sind, wie das an vielen Freitagen der Fall war und war auch am Tag der Entscheidung über das Klimakabinett, die so ein bisschen ignoriert.
weil man sagt, naja, ihr seid ja sozusagen sowieso die Guthaben oder die Gutmenschen. Ist klar, dass ihr mehr Klimaschutz wollt, aber wir gucken auf andere, die wir vielleicht noch gar nicht sehen. Und ich glaube, das ist etwas, so eine Ungleichbehandlung, die natürlich schon auch bei vielen, glaube ich, sehr schlecht ankommt. Trotzdem, glaube ich, ist in den letzten, also zeigt für mich die Erhöhung der Pendlerpauschale einfach, dass man sich viel zu lange überhaupt gar keine Gedanken gemacht hat, wie wirken welche Instrumente und welche Instrumente passen eigentlich gut zusammen. Sondern es ist in den letzten heißen Wochen einfach mit dazugekommen, weil man dachte, ach, durch CO2-Steuer werden hauptsächlich Pendler belastet, was übrigens nicht der Fall ist, wenn man sich die Zahlen genau anguckt. Und dann haue ich halt was auf die Pendlerpauschale drauf, egal wie. Und ob sich das ausgleicht oder ob das eine Überkompensation ist, dazu war gar keine Zeit mehr, sich das genau anzugucken. Von daher, glaube ich, ist für mich nicht die Frage, war das Absicht oder nicht, sondern das Traurige ist, dass halt sozusagen man sich erst viel zu spät mit dem gesamten Instrumentmix beschäftigt hat und eigentlich viele Zeit, die man hatte, es war ja klar, dass man in diesem Jahr noch entscheiden möchte, verschlafen hat und sich nicht damit beschäftigt hat, sondern auf den letzten Metern erst sich damit beschäftigt hat. Und dann kommt halt was bei raus, was definitiv kontraproduktiv ist. Diese Veranstaltung ist nur eine von vielen, vielen, vielen Diskussionsveranstaltungen zum Thema Klima und Mobilität. Frau Henkel, Sie haben es eben gesagt, die Politiker brauchen Mut, um etwas durchzusetzen. Und das große Ziel ist, wir brauchen diese Politiker und das große Ziel ist, wir wollen mobil sein und wir wollen lebenswerte Städte, wir wollen eine lebenswerte Umwelt. Ich danke Ihnen sehr herzlich für diese Diskussion, für diese sehr interessante Diskussion und für Ihre Geduld. Wir haben etwas überzogen, das tut mir sehr leid. Und jetzt wartet der Kaffee auf Sie. Vielen Dank.